Mit Wasser bremsen? 35 Kilogramm weniger Gewicht bei höherer Dauerbremsleistung? Der neue Sekundärwasserretarder von Voith bremst mit dem Kühlmittel des Motors. Ein revolutionäres, hydrodynamisches Dauerbremssystem, das Lastkraftwagen und Reisebusse verschleißfrei abbremst. Sicher, wirtschaftlich und nachhaltig. Der Voith-Sekundärwasserretarder ist in den Kühlkreislauf des Fahrzeugs integriert und über einen Zahnradhochgang mit dem Getriebe verbunden. Das Kühlmittel des Motors dient als Betriebsmedium. Der Retarder wird entweder über den Handbremsschalter am Lenkrad oder das Bremspedal des Fahrzeugs aktiviert. Das Retarder Control Modul, RCM, die elektronische Steuerungseinheit des Retarders, kommuniziert über die CAN-Bus-Schnittstelle mit dem Bremsenmanagement. Was leistet ein Sekundärwasserretarder? Wie funktioniert er? Und welche zusätzlichen Vorteile bietet er? Zum Beispiel beim Bremsvorgang. Wird der Retarder per Handbremsschalter oder Fußbremspedal eingeschaltet, sendet er das geforderte Bremsmoment über den Fahrzeugführungsrechner an das RCM. Das RCM beaufschlagt den Ventilblock mit Steuerdruck. Der Füllkanal des Retarders wird geöffnet. Über Füllschlitze im Stator strömt Kühlmittel in den Arbeitskreislauf zwischen Stator und Rotor. Der sich drehende Rotor nimmt das Kühlwasser mit in die Drehbewegung auf und beschleunigt es. Gleichzeitig verschiebt sich die Stellung des Rotors auf einer Drahtverzahnung von Leerlaufbetrieb in Richtung Bremsbetrieb. Im Stator wird das Kühlwasser umgelenkt und wieder dem Rotor zugeführt. Folge: Der Rotor und damit die Gelenkwelle werden verzögert. Das Fahrzeug wird abgebremst. Die Wärme, die dabei entsteht, wird über die Fahrzeugkühlanlage schnell und wirkungsvoll abgeführt. Im Bremsbetrieb unterstützt der Voith-Sekundärwasserretarder die Wasserpumpe des Motors durch seine zusätzliche eigene Pumpwirkung. Sie erhöht den Kühlmitteldurchsatz und verbessert die Dauerbremsleistung des Retarders um ca. 20-30%. Nach jedem Bremsvorgang wird der Retarder entleert und eine Feder bringt den Rotor über die Drahtverzahnung wieder in die Leerlaufposition. Das Verschieben des Rotors weg vom Stator verhindert eine Verlustleistung im Arbeitskreislauf. Die Umwelt nachhaltig schonen. Sicher fahren und Kosten senken mit dem Voith-Sekundärwasserretarder. Voith. Engineered Reliability.